So, jetzt hoffe ich, dass das auch funktioniert mit dem Ton hier. Muss man den aber ein bisschen weiter unten ran machen. Mach das mal daran. Das Ding klemme ich mir jetzt hier mal irgendwie ran. An die Schnalle, wenn ich sie finde. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge mit der Überschrift: Sind nur die deutschen Automobilhersteller unfähig zum Wandel in die Zukunft? Ja, es geht mal wieder um das Thema schlechthin, nämlich um die deutsche Automobilindustrie. Und ich habe mir hier eine Menge Text aufgeschrieben. Also sollte jetzt hier irgendwie ein rauschendes Geräusch kommen, dann kommt das hier von meinem Tablet, vielmehr Laptop, weil der Lüfter da angeht. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Und ja, die Frage ist halt, sind nur die deutschen Automobilhersteller unfähig für den Wandel in die Zukunft? Oder sind es wirklich nur die deutschen Hersteller, die sich querstellen? Oder sind sie besonders vorsichtig zum Beispiel? Oder geht es nur um den schnöden Mammon, um die Provision und Auszahlung für die Aktionäre? Dieses Rumgejammer wiederholt sich bei den deutschen Automobilherstellern jedenfalls immer wieder. Ob es nun 1974 war, als in Kalifornien die neuen Abgaswerte rauskamen und die ganze Automobilindustrie, nicht nur die Deutschen, muss man fairerweise dazu sagen, rumgejammert haben, von wegen dieser Abgaswerte könnte man gar nicht erreichen. Da fällt mir doch gleich wieder Dieselgate ein. Aber jedenfalls kam da im Jahr 1974 wohlgemerkt der kleine schwedische Hersteller Volvo an und stellte die Serie 200 vor mit den Lambda geregelten Drei-Wege-Katalysator. Ja, und von da an galt die Ausrede, man könnte es nicht mehr, oder man könnte es technisch nicht schaffen, nicht mehr. Ja, oder gehen wir noch weiter. Lee Iacocca, vielleicht kennt jemand von euch ihn, ehemaliger Manager bei Ford, entwickelte die Idee für ein Minivan. Ford lehnte dieses ab. Dieses Auto würde niemand kaufen, hieß es damals. Später ging Lee Iacocca zu Chrysler. Dort wurde der Minivan gebaut und als Voyager kennt man ihn auf der ganzen Welt. Ja, Ford hatte das Nachsehen und baute einen eigenen Minivan. Nur dass der nicht gerade von Erfolg gekrönt war. Ja, später übernahm Ford die Pkw-Sparte von Volvo, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, und entwickelte nach und nach neue Modelle, nicht nur für Volvo, sondern vor allem auch für Ford selbst. So lernte Ford nämlich endlich mal sichere Autos zu bauen, weil sie jetzt auf das Know-how von Volvo zurückgreifen konnten. Ja, unter anderem entwickeln sie auch den Volvo XC60, den ersten Mittelklasse-SUV. Und VW und alle anderen Hersteller belächelten Volvo. Ja, doch nicht lange. Irgendwann bemerkten sie, dass die Nachfrage nach diesem Auto nicht abriss und versuchten mit eigenen Modellen zu retten, was noch zu retten ging. Ja, doch der Volvo XC60 ist bis heute das meistverkaufte Modell dieser Klasse. Und das schon in zweiter Generation. Ja, und heute haben wir die Elektromobilität. Tesla, Renault, Nissan sind die drei erfolgreichsten Hersteller in diesem Segment. Sie haben in den Jahren, in denen sie auf dem Markt sind, Erfahrungen sammeln und in die Produktionsverbesserung einbringen können. Doch andere etablierte Hersteller, vor allem VW, wetterten vehement gegen die Elektromobilität, auch wenn sie selbst ein sehr interessantes Modell auf den Markt gebracht haben, wie beispielsweise den VW e-Golf. 2017 zum Beispiel belächelte der damalige VW-Manager Müller Tesla und versicherte den baldigen Untergang der Marke. Gut, das hören wir andauernd oder haben wir andauernd gehört. Vielleicht verstummt das ja mittlerweile mal. Ja, 2018 opferte der Nachfolger von Herrn Müller, der Herr Dies, 200.000 Arbeitsplätze der Stammbelegschaft von VW wegen der Elektromobilität und dem
wie LTP-Messzyklus, weil diese in die Zukunft der Automobilindustrie ruinieren würden. Ja, welche Automobilindustrie meinte er wohl damit? Wahrscheinlich die eigene. Ja, heute 2019 kann man in der Presse immer wieder lesen, dass zum Beispiel 7000 Arbeitsplätze bei VW in den Werken Emden und Hannover wegen der Elektromobilität wegfallen. Doch in Wahrheit ist es eher die Verlagerung der Produktion ins billigere Ausland. So soll der Passat in Zukunft in Tschechien und die Transporter in der Türkei produziert werden. Emden und Hannover sollen für die Elektromobilität flott gemacht werden. Doch warum bitte schön produziert man nicht beides parallel, also schafft extra noch Arbeitsplätze, sondern vernichtet Arbeitsplätze? Das verstehe ich nicht und das verstehen wahrscheinlich die meisten Leute, die dieses Video jetzt hier gerade sehen, genauso wenig. Ja, machen wir mal weiter. Und Audi, ja, Audi ist ja gerade in den Schlagzeilen gekommen. Ja, Audi produziert den e-tron, einen batteriebetriebenen SUV feinster Bauart. Die Leute, die ihn bisher schon fahren konnten, sind total begeistert von diesem Auto. Doch die Entwicklung und Produktion verschlingt Milliarden, so hat es der Audi-Manager gerade erst verkünden lassen. Nachdem Audi ein Tesla Model 3 auseinandergenommen hat und neidlos zugeben musste, dass Tesla das perfekte Elektroauto baut und Audi hinterherhinkt. Audi hat eigene Fehler in der Entwicklung und Produktion eingesehen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist sogar was Vorteilhaftes. Also ich sage immer, aus Fehlern lernt man am besten, weil man sich die besser einprägt. Und Sachen, die man schon gelernt hat, die braucht man nicht mehr zu lernen, die vergisst man höchstens, wenn man sie nicht wieder anwendet. Ja, zugleich wurde bemerkt, dass Audi ein Sanierungsfall sei, die Modellpalette komplett veraltet und weit hinter den Mitbewerbern. Das ist da auch schon mal was, ein Weg in die Zukunft, wenn man sieht, dass man eigentlich nicht mehr so gute Modelle baut, die zwar qualitativ vielleicht immer noch sehr hochwertig sein mögen, ich bin schon lange kein Audi mehr gefahren, von daher kann ich das nicht beurteilen, aber ja, man muss halt auch so ein bisschen mal was modernisieren und da scheint es irgendwie bei Audi momentan zu hapern oder in der Vergangenheit gehapert zu haben, dass da halt die Modelle heute veraltet sind. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das schon immer so? Und da kann ich ganz einfach, nein, war es nicht. Denn wo kommen die Automobilhersteller eigentlich her? Das ist jetzt mal so die Frage, die ich eigentlich hinter dieser Überschrift stellen möchte. Und wie sind sie entstanden? Was haben sie vorher gemacht? Und ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Das sind wirklich nur ein paar Beispiele. Es gibt auch andere Automobilhersteller, die eine ganz andere Vergangenheit haben. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit BMW. Der Vorgänger von BMW war die 1913 von Karl Rapp gegründeten Rapp Motorenwerke GmbH. Diese fertigten Flugmotoren. Im Jahr 1928 übernahm BMW die Fahrzeugfabrik Eisenach AG, den Hersteller des Kleinwagens Dixie, und wurde so zum Automobilhersteller. Ja, Volvo hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Stammte einst von der schwedischen Kugellagerfabrik ab und wurde 1927 gegründet, woher auch der Name Volvo kam. Das bedeutet nämlich auf Lateinisch so viel wie ich rolle, also Kugellager. Entschuldigung. Ja. Opel. Gehen wir weiter mit Opel. Im Herbst 1862 begann Adam Opel in der väterlichen Werkstatt mit dem Bau der ersten Opel-Nähmaschine. Im Frühjahr 1863 machte sich Adam Opel in einem ehemaligen Kuhstall selbstständig. 1886 verließ das erste Opel-Fahrrad, ein Hochrad, die Fabrik. Im Jahr 1898 stellten 1200 Beschäftigte fast 25.000 Nähmaschinen und 15.000 Fahrräder her. 1898 begann Sophie Opel mit der Automobilproduktion. Kommen wir jetzt zu Citroën. André Citroën erwarb 1900 auf einer Reise durch Polen ein Patent eines Herstellungsverfahrens für eine Verzahnungsmaschine in Pfeilverzahnung für Zahnräder herzustellen. 1919 begann die Produktion des ersten Citroën Typ A10 HP. So, jetzt gehen wir mal zu Peugeot.
Da haben wir auch ein bisschen mehr zu schreiben. 1810 auf dem Geländer der Ölmühle, wurde eine Eisengießerei gebaut. Ab 1819 wurden dort Walzeisen, Sägeblätter, Uhrenfedern und Korsettstäbe aus Stahlbänder hergestellt. Weitere Fabriken für Werkzeug und Eisenwaren wurden ab 1857 eingerichtet. Ja, als Unternehmer traten die Peugeots erstmals Ende des 18. Jahrhunderts mit einer Ölmühle, Gerberei und Färberei auf. Hinzu kam später eine Spinnerei. 1881 begann Peugeot mit der Fertigung von Fahrrädern. 1889 ließ Armand Peugeot das erste Fahrzeug, ein mit Dampf angetriebenes Fahrzeug, bauen. Ja, im Jahr 1896 gründete Armand Peugeot das Unternehmen Société Anonyme de Automobile Peugeot mit Firmensitz in Audicourt und Lille. Entschuldigung für mein Französisch, habe ich nie gelernt. Ich versuche es nur einigermaßen ordentlich auszusprechen. So, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Peugeot-Produktpalette, die auch mechanische Schermaschinen, Federn für Phonographen, landwirtschaftliche Geräte, Rasierklingen, Kaffeemühlen und Bügeleisen umfasste, aufgrund ihrer Qualität weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Bis heute produziert Peugeot neben Fahrzeugen immer noch Werkzeuge, Pfeffer und Kaffeemühlen. Also nicht nur Fahrzeuge. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblingsautomobilhersteller VW. Ja, VW, nur kurz umschrieben, die Geschichte von VW wurde ja im Dritten Reich gegründet, nach dem Krieg unter den Alliierten wieder aufgebaut. Später wurde mit Beteiligung der Familie Porsche und dem Land Niedersachsen der Grundstein für das heutige Imperium gelegt. Aus mehreren finanziellen Schieflagen wurde Volkswagen mit Steuergeldern des Landes Niedersachsen wieder flott gemacht. So viel zum bisherigen Wandel, doch ja, ist halt die Frage, gab es bei VW nie einen Wandel? Wurde nie ein Schritt in eine andere Zukunft, in eine andere Richtung gemacht? Und da muss ich ganz einfach sagen, doch wurde es, nämlich 1974 mit dem Wechsel vom Heckmotor mit Heckantrieb zum Frontmotor mit Frontantrieb, weg vom VW Käfer zum Golf, Passat, Polo und Derby. Ja, wobei der Käfer noch bis Sommer 2003 und der VW T3 bis 1992 weitergebaut wurden. Ja, das war bisher der wohl größte Wandel in der Geschichte von VW und hat es dem Konzern geschadet? Fragezeichen. Nein, nicht, weil ganz im Gegenteil, die Nachfrage nach den Heckmotormodellen sank immer mehr und man musste einen Wandel gehen, weil es wollte keiner diese Autos kaufen. Und da bin ich wieder bei Dieselgate. Es will keiner mehr die Diesel kaufen. Also müsste man eigentlich was anderes produzieren. Die Leute fragen immer mehr nach Elektroautos. Und VW hat bisher nicht geliefert, will es aber Ende des Jahres 2019 tun. So, ja, November, Dezember rum. Beziehungsweise angekündigt war es ja sogar erst für 2020. Ja, so wieder zurückzugehen auf den Wandel vom Heckmotor zum Frontmotor, da kann man ganz einfach sagen, dieser Wandel rettete damals dem VW-Konzern die Existenz. Anders kann man das nicht sagen. Auch wenn halt Liebhaber bis heute immer noch den Heckmotoren, den Vierzylinder-Boxermotoren nach jammern in Anführungsstrichelchen, das kann ich auch verstehen, wer einmal VW Käfer gefahren ist oder einen alten Bulli mit Heckmotor, der weiß, was damit gemeint ist. Das ist ein ganz spezielles Feeling, was man da hat. Ja, ja, doch heute, nachdem wir den Dieselskandal hatten, bei dem die Leitung des VW-Konzerns nicht zugeben wollte, dass sie Fehler gemacht haben, wird wieder gegen eine mögliche Alternative zu der bestehenden Technik hergezogen. Herr Dies opferte im letzten Jahr die Zukunft von 200.000 Arbeitsplätzen bei VW in Deutschland aufgrund des vergangenen Dieselskandals, angeblich wegen der Elektromobilität und dem WLTP-Messzyklus und den damit verbundenen Dieselfahrverboten. Ja, diese würden die Arbeitsplätze kosten, so hieß es halt Ende letzten Jahres noch.
Ja, und ich höre auch immer, dass Anhänger der Elektromobilität mit falschen Argumenten über die Verbrenner herziehen. Komisch ist dagegen nur, dass ich immer nur das Gegenteil zu hören bekomme, nämlich oder zu lesen. Und es wird mit allen möglichen Unwahrheiten über die Elektromobilität hergezogen, was das Zeug hält und wo kommt das eigentlich alles her? Klar, von den Lobbyisten, die ihre Zukunft gefährdet sehen und das Ganze als Angstkampagne auf den Endverbraucher schieben. Ja, wo soll sonst auch der Endverbraucher so viel schlechtes Wissen herkriegen, wenn nicht von irgendjemandem, der es ihm vorplappert? Doch hat der Verursacher der ganzen Geschichte, der Automobilhersteller selbst, schon einmal daran gedacht, seine geprellten Kunden für den Schaden, der ihnen angetan hat, zu entschädigen? Nicht die Elektromobilität ist schuld, sondern die Verbrennerlobby, die Lobby der Automobilhersteller, die sogar Gesetze für sich ändern lassen, ja, damit jetzt das Dieselfahrverbot nicht mehr in Kraft tritt. Die Leute, die begangene Fehler nicht eingestehen können oder wollen. Ja, also Dieselgate hat ja erstmal den Elektroboom so richtig ausgelöst. Nur da gab es ja schon Elektroautos. Also von daher, bisher haben die noch keine Arbeitsplätze ruiniert. Ganz im Gegenteil. Wenn sich die deutsche Automobilindustrie nicht an den Wandel beteiligt, wird sie den Aufstieg auf den Zug verpassen und untergehen. Das kostet die Arbeitsplätze genau wie die Verlagerung der Produktion von Fahrzeugmodellen ins billigere Ausland. Das Nachsehen hierbei werden wohl weniger die Manager mit ihren Millionengehältern oder die Großaktionäre haben, sondern der kleine Arbeiter in der Produktion und die Bevölkerung, die von den Umsätzen im Handel im ehemaligen Wirtschaftskreislauf ihrer Tätigkeit ebenfalls verlieren werden. Ja, der Untergang der deutschen Automobilindustrie wird eine noch nie dagewesene Kettenreaktion auslösen und das nur wegen der Habgier einiger weniger Manager und Aktionäre, die die Taschen nicht schnell genug vollkriegen können. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich möchte ein wenig mit diesem Video zum Nachdenken anregen, was ich ja mit anderen Videos auch schon getan habe. Und nochmal die Frage, sind nur die deutschen Automobilhersteller unfähig zum Wandel in die Zukunft? Ja, vielleicht muss die Zukunft auch kein Wandel sein. Das ist natürlich jetzt auch dahingestellt. Das ist einfach nur von mir ein Text gewesen, den ich einmal zusammengeschrieben habe. Aber die Überlegung ist es ja doch wert, kann man mit dem, was man bis jetzt produziert hat und der VW-Konzern zum Beispiel jetzt mal genannt, der ist ja leider immer noch in den Schlagzeilen, die anderen Hersteller sind es ja nicht so, auch wenn sie eigentlich bei Dieselgate auch mit drin gewesen sind. Aber die Schlagzeilen fallen halt immer wieder auf den VW-Konzern und da sollte sich vielleicht mal jemand Gedanken machen, kann man denn mit dem, was man vorher falsch produziert hat, noch eine sichere Zukunft gestalten oder sollte man nicht wirklich zusehen, dass man etwas Neues produziert oder zumindest eine Alternative in Betracht zieht, um halt die Kuh nochmal vom Eis zu holen sozusagen. Ja, und das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Ich wollte mit diesem wirklich, ja, mit diesem Video wirklich nur zum Nachdenken anregen und freue mich schon wieder auf die Kommentare, wo auch wieder einige Hasskommentare drunter sein werden. Ich bin gerne bereit, eine Diskussion einzugehen, aber wenn ich merke, dass da wirklich nur Hasskommentare kommen oder irgendwelche dämlichen Kommentare, wo nichts dahinter steckt, dann habe ich da keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde mich da jetzt auch so verhalten, wie es andere YouTuber machen. Die löschen solche Kommentare einfach, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mag Kommentare, ich mag auch gerne diskutieren, mich mit Leuten unterhalten, aber es muss dann wenigstens auch ein gewisses Niveau haben. Und ja, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und einen Daumen rauf da zu lassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch diesen Kanal weiterempfehlt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.